sind sie alle stolz natürlich, da unten dürfen bei einer Weltmeisterschaft spielen. Ja, und mit Stolz natürlich auch in Bezug auf ihr eigenes Land das Trikot tragen. Ja, ganz genau. Das ganze Land schaut ja auch auf sie. Ne? Wie schneiden wir ab? Wie präsentieren sie sich da unten jetzt auf dem Feld? Und das sind viele, viele Hoffnungen, vielleicht auch ein klein bisschen Druck, aber sie werden das schon gut machen. Gutes Abwehrverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Vitek. Pekovic. Ja, weg ist er. Schönes Passspiel. Gute Offensivaktion. Vorbei am Abwehrspieler. So, die Abwehr ist ausgespielt. Was jetzt? Schieß, schieß! Abwehr steht wie eine Mauer. Das ist ja so leichtfertig, darf man sich hinten im Abwehrbereich nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Das ist Witte. Und der Ball geht ab ins Mittelfeld. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Gut gemacht. Ja. So baut man Druck auf, bringt den Gegner in Verlegenheit und kommt zum entsprechenden Resultat. Ja, und genau das hat der Trainer ja auch gefordert, Tom. Diese schönen Spielzüge, schnell das Mittelfeld überbrücken. Schönes Tor. Der erste Treffer, das 1:0. Ja, so kann es weitergehen. Klasse, wie sie die Situation geklärt haben. Ja, und jetzt müssen sie ganz von vorne anfangen. Stuck. Martin Skrittel. Sicherheit zuerst mal, das Motto beim Aufbauspiel. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Souverän geklärt. Wir machen ganz sicheren Eindruck. So sieht ein Pass aus. Ja, toller Pass. Ecke. Ja, da hat er sich verdribbelt, aber der Abwehrspieler war auch da. Abstoß. Pass geht in die Mitte. Šestak. Und jetzt geht er vorbei. Jetzt ist er da. Ja, gute Abwehrleistung. Und jetzt galt aber noch heiß. Weit rausgeklärt den Ball. Einwurf für die Slowakei. Šestak. Boah. Ecke für die Slowakei. Sebastian, was ist da schiefgelaufen? Ich glaube, er ist nicht mehr richtig hinter den Ball gekommen, um den noch ein wenig zu drücken. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Pekarik. Šestak. Und weg ist der Ball. Souveräne Leistung des Verteidigers. Šestak. Ja, sie hat den Ball, aber nur ganz kurz. Und schon hat er den Ball wieder.
Ja, hat er gut gemacht, aber das ist eh das Wichtigste im Spiel, dass man seine eigenen Fehler möglichst schnell wieder ausbügelt. Ja, schön. Ja, das sieht gut aus. Ja, sie holt sich den Ball zurück. Schestak. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Nerven bewahren. Vorsicht. Der Gegner klärt, es gibt einen Wurf. So, sie bauen erstmal auf. Dritte. Schauen wir auf Bitte. Die Formel des Schiedsrichterassistenten ist oben, Eckball. Und Schuss. Und das ist der Ausgleich. Das ist der Ausgleich. Und das gibt ihnen jetzt wieder alle Möglichkeiten. So schnell kann ein Spiel kippen. Nach diesem Ausgleichstor ist alles wieder völlig offen. Ja, das war doch wunderschön. Toller Eckball und ein noch schöneres Tor. Und nochmal geht's durch die Mitte. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Ja, was soll er da machen? Da muss er auf Freistoß entscheiden. Vitek. Das ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Es gibt Einwurf. Flanke. Ja, die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Ja, und der Verteidiger lässt da nichts anbrennen. Ah, da wird der Trainer zufrieden sein. Und Sebastian. So, das war das Ende der ersten Halbzeit. Ja, nach den ersten 45 Minuten bleibt eins festzuhalten. Keine Mannschaft hat sich hier großartig Vorteile erspielen können. Das ist alles sehr knapp zugegangen und es sieht auch nicht so aus. So, liebe Zuschauer, wir sind zurück zur zweiten Halbzeit. Weitere 45 Minuten hoffentlich spannenden Fußball gibt es jetzt hier bei uns zu sehen. Schön gemacht. Wunderschönes Zuspiel. Oh, abgewehrt hat er ihn, aber nur zunächst. Dekovic. Guter Spielzug. Ja, das müssen wir uns nochmal anschauen. Das war so knapp. Das war ganz eng, aber er entscheidet, es war Abseits. Dekovic. Martin Skrtel. Gestört, aber den Ball hat er nicht bekommen.
schön gespielt. Ja, und der Angreifer hat in dieser Situation das bessere Ende für sich. Stark gemacht. Und sie kommen über außen. Unentschieden reicht nicht aus ihrer Sicht. Sie wollen hier das Führungstor. Pekovic. Ah, sehr schöner Pass. Und jetzt ab mit dem Ball ins Tor. Ah, ist das bitter. Das ist Wittek. Toll. Ja, so setzt man natürlich auch ein Zeichen. Mit dem Unentschieden sind sie unzufrieden. Sie wollen hier in Führung gehen. Ja, und jetzt versuchen sie es erstmal hinten rum. Jan Durica. Klasse Pass in die Spitze. Möglichkeit jetzt. Und hat der Torwart gut mitgespielt in dieser Situation. Ja, absolut richtig aufgepasst. Und wenn er da zu spät kommt, gibt es vielleicht Elfmeter. Der ist ja blitzschnell draußen gewesen. Na, weil er gut aufgepasst hat. Das merkt ja der Trainer auch immer an. Spiel mit, Torwart, und hier macht es. Harter Zweikampf. Und weg ist der Ball. Ja, sie versuchen es wieder durch die Mitte. Sauber vom Ball getrennt. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Šestak. Gute Position, was den Ball angeht, für eine Standardsituation. So, frische Spieler braucht das Team, sagt jetzt der Coach, und er bringt nochmal einen neuen Mann. Oh, viel hat er nicht gefehlt bei dem Freistoß gerade. Ja, gut gemacht, aber trotzdem, da fehlten ja nur Zentimeter. Ich weiß nicht, ob ich von dem überhaupt schon mal einen Fehlpass gesehen habe heute. Die nächste souveräne Abwehraktion. Rückpass. Und der ist erstmal weg. Gute Abwehr. Wie er da das Aufbauspiel des Gegners unterbindet. Ja, gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. So, der Schiedsrichter gibt Vorteil. Ja, und ich glaube, da hat er richtig gelegen. Schauen wir auf Wittek. So, es steht unentschieden. Es ist noch alles möglich, aber es ist nicht mehr so viel Zeit, um die Entscheidung zu erzwingen. Und so unterbindet man das Angriffsspiel des Gegners. Da müssen wir noch mal abwarten. Möglicherweise kann er ja noch weiterspielen. Schön hat er das gemacht. Super Pass. Energisch, wie sich die Abwehr hier präsentiert, verhindert auf diese Art und Weise das Schlimmste. Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Noch 5 Minuten. Immer noch steht die Partie unentschieden. Und er kann den Ball nicht festhalten.
ans Tor. Was für ein Pass. Oh, war das eng. Oh, war das eng, aber er gibt Abseits. Er entscheidet auf Abseits. Nach einigem Zögern gibt es jetzt Gelb. Ja, hat ein bisschen gedauert. Wahrscheinlich hat er nur überlegt, verweine ich ihn nur oder gebe ich ihm die goldene Karte, aber völlig zu Recht hier. So, was hat er noch für Asse im Ärmel, der Trainer? Bringt nochmal einen neuen Mann. So, der Feldoffizielle sagt, es muss auf jeden Fall nachgespielt werden. Ja, das gibt Einwurf. Da, ja, der kommt gut an. Ja, das Unentschieden steht dann zum Ende der Partie auf der Anzeigentafel. Was sagt uns das, Sebastian? Ja, also der Trainer, beide werden eigentlich erleichtert sein, zumindest nicht verloren, denn die haben sich zwei gleich starke Teams gegenübergestanden.